Oder was geht hier ab? Was geht hier ab? Was geht hier ab? Young and Rap ist hat Zähne gezeigt. Naja, Mendes, ich bin ja sehr gespannt, was wir jetzt hier machen werden. Weil im Endeffekt hast du gestern gesagt, ihr werdet uns ficken. Du hast vorgestern gesagt, ihr werdet uns ficken. Und nie hast du dein Versprechen gehalten. Auf Wiedersehen, Mendes. Wir haben euch in den Arsch gefickt. Und nix könnt ihr tun. Und nix könnt ihr tun. Ihr Loser. Butzbach, Erwachsenenvollzug. Mendes weint. Eine Mafia heute zu Besuch. Digga, früher hatte ich nix, ey. Digga, früher hatte ich nix, ey. Digga, früher hatte ich nix, ey. Heute fahre ich durch Beverly Hills, ey. Fahre ich durch Beverly Hills. Diese Bitch, Digga, will da nur mich. Diese Bitch, Digga, will da nur mich. Digga, kauf mir jetzt goldene Grills. Boah, man denkt, Alfonso Davis. Boah, Junge! Okay, warte mal, Mandela. Oder warum riechst du da nach Creme? Mandela, ich sag dir, ich hol dir den Stuhl, Mandela, setz dich hin. Diego ist tot. Jerry, vor dir, du kannst wieder aufsteigen, Jerry, ne? Ja, ich weiß es nicht, ich bin aufsteigen. Ich weite. Vor dir. Es ist so dunkel. Bro, komm schon mal. Ha. Was willst du damit sagen? Deine Schnauze. Bro, komm schon, Mann. Der Raum hier ist so dunkel. Notch, warte, bleib mal, so ein bisschen, komm mal ein bisschen näher. Also, gerade mit deinem Stuhl. Dann, jetzt habe ich eine Lehne. Gern, dann bist du wenigstens für was gut, weißt du? Weil deine eigene Lehne nicht passt, oder? Ja, ich brauche diese Lehne, die du hast. Ja, genau. Danke. Geh mal zu Abu und er sagt, er soll mir auf den Tiger fallen. Lil Mafia. Meine Stirn, ich schwitze ein bisschen. Ey, zack mal bitte, wenn ich zack hier. Oh, warte. Hast du gerade wirklich mir ein Tuch? Nein! Hier, wow. Hier, Notch, du wow. Auch! Mach schnell, wow. Ich hab keinen Bock auf dieses Gelaber. Wow. Schnell! Wow, komm! Brich mir die Stirn ab! Komm schon, du hast Mann! Meine Lehne. Wow! Aber dass du es ihm gibst, anstatt mir. Das ist crazy, weißt du? Ich hab mir einfach nur gedacht, ich hab seine Armlehne, hab ihn gehört. Sicher, Bruder. Kam er als erster in den Sinn. Ja, das ist crazy. Okay, wen würdest du lieber Schweiß von der Stirn abwischen? Mir oder Wadi-Team? Aber dass du wieder ihn da so hinstellst, als ob er das machen will. Was? Das wurde im Chat gerade gefragt. Echt? Ja. Zeig mal Nachricht. Warum schreibt Luca hahaha? Er ist doch im Nebenzimmer. Warum macht er so mit mir? Ey, schau, einer schreibt Mandela Arbeiter wie Kato. Was heißt das hier, Bruder? Was machen die aus dem Nein, was Mann. Bruder, was schreibt Felix da, Bruder? Siehst du? Was hat Felix geschrieben? Geh hoch. Schau, was Felix geschrieben hat. Geh hoch. Wie für Mandela, Bruder? Ey, Bruder, geh hoch. Schau, was Felix geschrieben hat. Geh hoch. Hier. So, Felix. Wo steht Felix? Ja, Felix, Bruder. Bruder, er liest doch. Ja, es wurde nicht mal gelöscht. Wo denn? Da drüber. Alles gut, Mann. Alles gut. Oh mein Gott. Alles gut. Bruder, Felix. Hast du einen Schaden oder so? Aber warte, wenn jemand Kali beleidigt, tust du ihn hier in die Mitte ziehen und sagst so, ja, bam. Ja, weil ich das nicht Dings machen will. So wie du. Hey, wisst ihr, was Elman mal vor 25 Jahren gesagt hat zu mir? Hey, was? Ich setz mich für die Rechte ein! Oh mein Gott! Das ist meine Recht! Oh mein Gott! Human Rights! Hast du gestern noch gefragt? Human Rights! Oh mein Gott! Für mich! Ja, schau, machst du dich gerade über Black Lives Matter? Nein, ich mach mich über dich lustig. Black Lives Matter, Bro. Black Lives Matter. Ich weiß nicht mal, was das heißt. Wie, du weißt nicht, was das heißt? Auf Deutsch übersetzt, ich weiß es nicht. Was heißt das wirklich eigentlich? Sag mal. Alles gut, Jungs. Nein, sag mal wirklich. Alien Sydney bei dir, Bruder, er hat Vogel abgeschossen. Guckt euch mal diese Gesichter an. Was geht ab? Ey, warum machst du das immer so? Bro, weil ich bin Duke Dennis, Bro, ich bin der deutsche Duke Dennis. Weißt du, ich hab so diese Max-Aura. Er will seinen Riss irgendwie zeigen. Ja, also an die. Junge, was für ein Riss? Ich mach ihm gleich einen Riss ins Gesicht. Schon wieder? Ah, das ist dieser Drecksmann, wo ich runter. Ja, mit dem Gürtel, schon wieder. Okay, das Leute, ist krass, dass du ihn auch. Er hat mit Gürtel geschlagen, Bruder. Er hat mit Gürtel. Sag, Walla, du hast nicht angefangen? Ich hab angefangen, aber du hast mich mit Gürtel geschlagen. Ja, mit Leidenschaft, Bruder. Mit Leidenschaft. Bruder, ich muss ehrlich, auf Ernst sogar, nachdem du mich mit dem Gürtel gepeitscht hast, habe ich dich ausgepeitscht. 100%.
Okay. Ja, das war Quint. Okay, ausgepeitscht. Yes. Okay, crazy. So wie du mich. Also warte, kann ich kurz so eine Nachricht machen? Nein, kannst du nicht. Nein, Bro, bitte, lass mich eine Nachricht machen. Auch korrekt. Wie Nachricht? Ich will nur was sagen. Ja, sag. Also, falls ihr... Okay, jetzt. Also, wenn ihr hübsche Frauen sein sollten, so, könnt gerne meinen IG auschecken. IG? Ich bin interessiert, ja, ich bin interessiert zu heiraten. Ich bin interessiert zu heiraten, Bro. Junge, was für IG? Wer hat dich denn verarscht? Oh, Instagram. Ich bin interessiert zu heiraten. Der wurde getimed in 10 Minuten. Wow. Okay, was heißt das jetzt? Muss ich jetzt hier diesen? Du musst rausgehen. Oh. Oha, okay, das ist auch krass. Warte. Wer hat das benutzt? Du? Warte mal, hast du das gerade in deinem Mund gehabt? Ja, warum? Er hat das gerade um seinen Mund rumgemacht, Chat. Ich hab das die ganze Zeit unter meiner Achsel. Aber Bruder, du bist mein Bruder. Hat das um seinen Penis? Okay, nimm das komm. Okay, damit du durch die Arme. Bist du krank? Oh, das war crazy. Ey, das war... Bist du krank? Ey, das war crazy. Das ist aber instant bist vom Mund du, bist du krank? Das war crazy, ey. Ey, das war... Wow. Kein Wunder, warum du mir beleidigt wirst in deinem Chat. Werde ich gar nicht. Werde ich gar nicht, da. Ja, so, was ey, passiert nun mal, ne? Was soll ich dazu sagen? Dankeschön. Das gehört dazu, das verliert. Aber an was liegt das? Ja. Ist sogar noch warm, ja? Soll ich sagen, woran das liegt? Ey, ess den, Bruder, bitte ess den. Wolltest du gerade meine Brust anfassen? Da ist nix, Bruder. Bitte ess den. Das ist der beste Dürüm. Wirklich? Vertrau. Welche Seite ist da? Da, der Kucker ist nach. Schau. Ich mach ihn dir auf. Also, und die Frauen, wie gesagt, das Angebot steht immer noch. Der verarscht ihn doch jetzt. Oh nein. Sieht aus wie Schaf, Bruder. Nein, Wallah nicht Schaf. Nein. Okay. Kein Schaf. Wenn du reingespuckt hast, Bruder, mir nein, ist sowas egal. Ich würde dich Mundküssen, so, weißt du? Ich fütter dich einmal. Einmal. Bruder, steck nicht zu tief rein, Bruder. Nein, ich kann das nicht, sag dir ehrlich, Bro. So, korrekt so. Bruder, vertraut mir, komm ein bisschen näher. Schau mal. Dieser Biss, hier, nicht so. Reicht so? Okay, ich weiß, du wirst mich verarschen. Nein. Aber boah, ich bin der dritte Prank-Bro. So. Okay, ja, ich kann's ab. Aber ich spuck mich aus und Nein, ich hab Respekt. Nicht ausspucken. Boah, nicht zu so tief rein, Bro. Wallah, es ist sehr lecker. Ich hab Wallah gesagt, Wallah. Okay, der Dürüm ist unnormal lecker. Bruder, schieb ihn das da bitte rein. Ey, deine fette Lippe! Ja, es selber. Ja, der Dürüm ist aber lecker. Probier. Digga, mein Finger war so nass. Jetzt ist. Du hast noch reingekommen. Komm doch mal ein bisschen näher. Oh, du hast gerade deinen Finger in meinen Mund offen nicht gestellt, oder? Ja. Bro, ich aus meiner Aura. War das Plus-Aura? Also an die Ladies so. Ich kann das auch bei euch. Junge, in meinem Chat sind fast keine Damen. Okay, eins in den Chat, wenn ihr Frauen seid. Ja, jetzt machen sowieso 90%. Weil bei Mädchen 2 damals waren wir alles Frauen. Schau, siehst du, da sind ein paar. Hey Chat, wer fühlt den Call? Bei Mädchen 2 und damals wären wir alles Frauen. Okay, weil hier manche Leute wieder lügen müssen. Eins in den Chat, wenn ihr hübsche Frauen seid. Und nochmal, wenn ihr nochmal lügt. Lack, beiß doch einfach vom Dürüm ab! Bruder, ich weiß nicht, ob ich das kann, ja? Du hast gerade deinen Finger in meinen Mund gesteckt. Das stimmt, aber jetzt übertönt der Dürüm-Geschmack den Fingergeschmack. Was macht der da, Jerry? Ehrlich. Der Laden ist 2 Monate alt, ich habe ihn getestet, Sonntag kommt das Video raus. Echt gut, ne? Was ist das für ein Brot? Das ist die so Lavaschbrot mit Hatay-Soße eingerollt. Beiß jetzt nochmal ab, der zweite Biss ist der leckerste. Weil du weißt, oben ist immer ein bisschen mehr Brot als Fleisch und sowas alles. Wo hast du da was reingemacht? Wallah, nein. Ich hab den nie aufgemacht. Den hat Notch gekauft und direkt hierher gebracht. Da ist nichts drin. Sei mal ehrlich. Siehst du dieses schwarze Fleisch? Das ist dieses dunkle Fleisch. Das ist dieses... Nicht dieses Fabrikfleisch. Nein, Bruder, hör doch auf mit der Scheiße. Zeig doch mal das Fleisch in die Kamera. Nein! Lack ich mein das Fleisch! Was? Walla, du bist so schlimm, Mandela. Oh, lass mich essen, Mann. Ja, aber du sollst doch mal das Fleisch in die Kamera zeigen. Hol raus, damit die sehen, wie dunkel das ist. Bruder, es gibt... Nein! Was meinst du, Bro? Zeig doch mal das Fleisch da rein! Ah, Bruder! Sag doch, Bruder! Warte, weiter. Weiter so. Hallo.
So. Aber ja. Das fällt doch runter, Bruder. Moment. Nichts fokussiert, nichts fokussiert. Ja, ja, hol noch ein kleineres Stück. Hol noch ein kleineres Stück. Ich nehme keine Finger im Mund, so wie du. Sehr ehrlich, krass, oder? Ich schwöre sogar, ja, ja. Und jetzt stell dir die mal bitte warm, frisch und da ist Pommes drin, weißt du, ne? Echt? Das hier ist Pommes. Wie viel kostet der? 8 Euro. Wo ist der Döner? Sonntags, weißt du es erst. Okay. Ich schick dir aber die Adresse. Oh, so süß, ich schwöre sogar, ja. Bro, Bruder, das ist gesteigert. Das, ey, Bruder, das ist gesteigert, Bruder. Weißt du auch, dass ich Kinder haben möchte? Ich weiß, ja. Aber dann kommst du in diese eine Doku, wenn Kinder Kinder kriegen. Wenn Kinder Kinder kriegen, das ist doch einfach so. Guck doch mal Mandela an, ich schlag ihn in den Bo, boom, boom. Okay, was hast du vor? Was hast du für eine Idee? Wollen wir nicht Lachen-Challenge machen? Nicht Lachen-Challenge? Warte. Verloren, scheiße. Okay, warum schaust du mich an und lass mich aus, Bro? Da habe ich Mitleid. Hey, Bro, come on! Lass mich Lachen-Challenge machen, du gegen Notch. Ich mach die Witze. Okay. Okay? Aber Wasser im Mund. Okay. Ne? Oh. Wie war's? Lass mit Finger im Mund machen, so wie du vorhin. Du hast mir Finger im Mund gesteckt, sag ehrlich. Nein. Was, wovon redet ihr da? Warte mal. Halt mal die Schnauze da hinten. Wir haben dich genug heute gehört, Bruder. Also, das Ding. Boah, geile Schuhe. Von wem sind die? Von Wadi? Also nochmal an die Frauen, so, ich bin so interessiert daran, so Ladies and Gentlemen, so wenn ihr wollt. Das ist so kringe. Hey, weißt du, was wir machen? Ja. Discord-Frage. Leute in Discord reinholen und dann so fragen. Mit knapp, mit. Ja, geht nicht, Bro. Mach doch so richtig. Doch. Geht nicht, Bro. Wieso? Weil da ist sowas passiert, wie eine Schlägerei und so ist gebrochen. Du hast noch nie in deinem Leben eine Schlägerei aus auf PlayStation gehabt. Ich muss auch nicht gut oder schlecht reden. Aber das ist so unlustig. Das ist krank. Das ist cool. Lass Discord-Fragerunde machen. Frag ihn mal, was die Schuhe kosten. Ey, was denkst du, kosten die Schuhe, Abu Joke? Ja, mach mal, hält mal in die Luft. Die Schuhe? Ja. Was hast du für einen Wagen? Denkst du, kosten die? 2. 2K? Ja. Ich bin Level. Welches Level bin ich? 1. Hat er was zu sagen? Und wie viel kostet der Topflappen auf deinem Kopf? Topflappen, Bro, was redest du, Bro? Hallo Tuna, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Erzähl, was ist deine Frage? Ich muss kurz streamen, ja, weil. Oh mein Gott, bei mir bist du gerade so laut. Okay, sorry, Bro. Nee, alles gut, ich hab. Okay, danke schön. Und zwar, da ich ja nicht so lange dabei bin, wollte ich mal nur so fragen, weil ich habe gesehen, es gab mal vor ein paar Monaten eine Auseinandersetzung zwischen dir und Mandela im Final City, ne? Ja. Und ich wollte mal fragen, warum er halt immer so mad drauf geht oder ob es so ernst gemeint ist, so, weißt du, weil ich fand das halt so nicht cool von ihm und dann habe ich ihn so eher nicht gemocht und genau, und jetzt wird er eigentlich so ganz korrekt. Komisch, ne? Das ist das bei ihm einfach. Er hat diese... Nee, ich habe das irgendwie so böse aufgenommen, weil das gar nicht auf mich gerichtet war. Ich weiß nicht, so böses Blut oder so, weißt du? Schau mal, von genau solchen Leuten werde ich gepackt. Ja, und Tunsi, Bruder, Tunsi, Bruder, Tunsi, weißt du, was bedeutet? Tunsi heißt Tunai. Ich meinte Tunai, Bruder. Oder Tunsi, da steht Tunsi, Bruder, Nordafrikaner. Wegen dir werde ich von solchen Leuten gepackt. Da steht Wu. Er hat sich angegriffen gefühlt, obwohl ich dich angegriffen habe. Er hat sich angegriffen gefühlt. Aber weißt du warum? Weißt du warum? Warum? Weil deine Art einfach sagt, so schlag mich. Manchmal schon, Mandela. Ja, recht. Manchmal, Tuna, ja oder nein? Also ich würde ja sagen, aber jetzt wird er eigentlich ganz korrekt im Stream. Ja, ne? Ja, Bruder, ja, ich gerade mal. Ich hätte ihn echt nicht hierher holen sollen, er wirkt leider zu korrekt jetzt. Nein. Ich wünsche eigentlich viel Glück mit seiner weiter Suche auf eine Freundin. Ich habe gehört, er sucht eine Frau halt. Ja, hast du eine Schwester? Oder? Guck mal, ja, aber ich glaube, die ist neun, ich glaube, die will es nicht. Also... Du meinst, die darf er nicht? Aber du kennst ob er sie will oder nicht, ist. Damn, was? Bruder, was? Bruder, was? Die Schnauze. Wir machen Dating schon. Nein, machen wir nicht. Nein, okay. Also, so habe ich keine Fragen, ja? Okay, sie passt auf dich auf. Ey, danke für dein Feedback, Bruder. Tun Sie, danke dir für dein Feedback, Bruder. Du findest mich. Kein Ding, alles gut. Pass auf dich auf, ja? Ciao, ciao. Da wollte mich packen wegen dir, ja?
Also erstmal heißt er Tunay, nicht Tunsee. Bruder, ich musste diese Filme machen wegen so, ich werd gepackt und so, ich werd gejagt und so. Weißt das ist du? Echt da krass. Okay, könnt den nächsten holen. Meine Frage ist, ob du Mandela mal 12er an Kali sehen würdest. Hä? 12er oder Liederschafter? Schau mal, das ist dieses, du bist in der Klasse, so Lehrer sagt, stell eine Frage, er sagt irgendwas, Bruder. Das ist die dümmste Frage, die ich je... Bruder, er sagt 12er. Er sagt, siehst du Mandela als 12er in Kali? Drei Dinge, die nicht reinpassen. Erstens, ich bin IC Le Mafia, Bruder. OC bin ich dieser Mandela, Bruder, ja? Ja, ich hab keine Muni mehr! Ich hab mir das wirklich schon immer so vorgestellt. Also ich bei Kali. Ja, ja. Wie sagen sich Muni? Wie hol ich mir Muni? Nein, nein, ich seh ihn nicht mal als Spieler vom Kloputzer in Kali. Ah, ja. Okay. Boah, das ist hart. Ja. Okay, das war meine Frage. Ich bedanke danke mich dir, euch. Bruder. Warte, Rio, zieh noch keinen? Komm bitte der hier. Er macht schlau, Bruder. Er macht ja, direkt klaut mit. Ja, ja, ja. Pansen. Kein Lebewesen ähnelt uns so wie was? Sie. Was? Schimpansen. Nein! Kein Lebewesen ähnelt uns so wie sie. Nein, was? 99% ihres Erbguts stimmen mit unserem überein. Wallah, davon distanziere ich mich ganz gewaltig. Ich dachte so, er nimmt auf so für Instagram und so. Er fragt sogar, wie heißt du? Davon distanziere ich mich komplett. Schimpansen! Davon distanziere ich mich, liebes Twitch-Team. Ich habe damit nichts zu tun. Das war Notch, der Partner. Hä, warum macht er denn jetzt so auf Racist schon nicht? Das sind doch alle Menschen. Warum müsst ihr differenzieren? Okay, Rio, lass weitermachen. Das ist genau der Grund, warum keiner an dich eine Frage stellt, Notch. Aber egal. Keine Ahnung. Typisch Vendetta halt. Lösch das lieber. Hallo. Hi. Ich hab voll vergessen. Also, ich glaube, Mandela weiß jetzt, was kommt. Döner mit allem? Döner mit allem? Willst du Döner mit allem haben? Man sieht ihn nicht, weißt sag du? Das ruhig. Ah, sag warte! Das ruhig. Okay. Döner mit allem? Okay, Moment. Döner mit allem? Döner mit allem, ja? Allem oder nicht allem? Das ist dein Vater? Lieg mich doch jetzt komplett, das weiß jeder, dass ich dein Cutter bin. Der hat den besten Job der Welt, Bruder. Der hat nur jede zwei Monate was zu cutten. Jeden Tag. Was für? Jeden Tag. Ich sitze da 5-6 Stunden. Ja, Bruder. Und jetzt bin ich hier, fragt, ob ihr Döner mit allem wollt. Ihr antwortet nicht mal. Ja, aber du bist mit allem, bitte, mit allem. Mach ich dir. Aber seine Cutterkünste sind krass, Mandela. Ja, sind wirklich. Was für? Das ist Greenscreen, das ist doch kein Cutten. Das ist Greenscreen. Er meint Cutterkünste mit. Ey, wer mit Cam reinkommt, ist Baba. Mods, frag mal, der mit Cam reinkommt. Das ist lustig. Ich hab ganz zeigen. Viel auf Lager, bitte. Was denn noch? Du hast noch zwei. Du darfst eine Frage erstmal stellen. Ja, ich wollte nur sagen, Mandela, bist du zufrieden mit mir? Hat man deine Waffe gesehen von uns? Kommst du zu, als hätten wir einen so, Freeze. Das hab ich gehört. Ey, ich will spielen mit dir. Schwöre, Brooklyn, danke schön. Du bist guter Cutter. Danke, danke. Aber das ist Hardcore-Cringe, kannst du so auf den so rausgehen. Du hast den Clip gesehen, warte. Ja, bitte, du hättest nichts anderes erwarten müssen, wenn ich hier reinkomme. Ey, das ist gerade cringe, Bro. Danke dir für deine Frage. Ja, bei wem hast du das denn sonst noch gebracht? Die Leute kommen hier rein, um Notch, um eine Frage zu stellen. Notch fragt die Leute eine Frage. Ich das gebracht. Hey, wenn was ist, Noel, du weißt, du kannst bei mir immer melden, mein Bruder, ja? Okay. Er meint damit nein. Doch, wirklich. Okay, Noel, viel Spaß, danke für dein Dasein, ja? Easy. Auch rein. Dein Süßer, wirklich. Okay, hol den nächsten rein. Rezi? Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ich wollte fragen, wie findet ihr gerade Final und gibt es irgendwelche Sachen, die ihr gerne verbessern würdet? Auch ob ihr euch vielleicht mehr Zivilisten wünschen würdet oder irgendwie sowas in die Richtung? Schau mal, ich bin kein Hater. Man sagt, stell eine Frage. Er kommt hier rein und stellt die toteste Frage, die ich 2024 gehört habe. Raus! Raus also, mit es dem! Sind gerade viele nein! Auf Final, nein! Die... Nein! Raus mit dem! Bitte, kämpf nicht gegen mich. Warte, kicken. Du wolltest selber. Kennen, wenn du kämpfst, Bruder. Du wolltest mal, selber. Warte. Ja, Notch braucht mal eine stabile Frisur, der hängt wie ein Schluck Wasser. Ja, der arme Bruder. Ich habe auch echt Mitleid mit ihm. Aber noch eine Sache, Richie. Ich hab ihn für dich. Bro, mich kann man nicht besitzen, Bruder. So. Nein, diese Zeiten sind vorbei, Bro. Bitte. Nein, alles gut, Richie. Komm, bitte, Bruder. Vertrau, du musst nicht nach München fahren, wir sind in Berlin. Bruder, bitte. Das geht nicht mehr. Nein, ich und Richie sind gut. Ich höre DJ Headshot, echt guter Typ und so. Guck mal bitte den an. Hallo? Was geht?
Nein, nix, Boy. Ich hab ne Frage. Ja. Wie geht's euch? Das bist du. Nein, das ist mein Mod, Bro. Ach so, uns geht's gut. Das war deine Frage. Danke für deine Frage. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, hau rein. Was? Das war's schon? Du hast noch gekickt? Nein, hab ich nicht. Das war seine Frage. Okay, die Frage war sehr krass. Okay, nächster. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ich wollte fragen, ob ich euch mein Talent zeigen kann. Einfach Abu Goku. Abu Goku. Oder, ey. Das ist nicht so. Abu Goku. Doch, das, genau das ist Abu Goku. Also, meine Freunde, und zwar... Twerk! Twerk 10 Subs, wenn du twerkst. Twerk! Twerk, Bruder, ich hab den Clip gesehen, Bruder. Twerk! Nimm mal dein Mikrofon runter. Der twerkt, der wird jetzt twerken. Er kann das besser als du, Bruder. Ich wollte eigentlich zeigen, dass ich Samurai bin. Zeig mal. Warte mal, bis meine Kamera bewegt. So. Die Kamera ist einfach, hast du dich mehr bewegt, jetzt dazu. Na komm. Das, ich hab so einen Katana. Okay? Ich kann so Moves machen damit. Alter, zeig der erste mal. Move, der erste Move heißt. Mach mal groß. Schwert ziehen. Was? Der zweite. Schwert ziehen lautet der Move. Ach, Schwert ziehen. Der zweite Move lautet. Ich? Boah! Boah! Die kommen von hier links. Das war's eigentlich, ja? Twerk, Bruder, Twerk! Warte. Also, ich hab die Frage, ich hab die Frage nicht verstanden. Ja, Twerk, Bruder, Twerk! Nein, Twerk nicht. Buna, Twerk! Nein, Mandela, Bruder, ich hab mich schon verkauft für Klicks. Was? Eine Mystery Box hat er. Eine Mystery Box von Kingkens, aber die ist schon leer angekommen wahrscheinlich, oder? Buna, 10 Subs, wenn du twerkst. Die kam in den ersten 5 Minuten, hab ich die leer gemacht, mein Bruder. Ich twerke, wenn ich Kingkens Code bekomme. Dann, easy, mach ja. mal. Mach D-Fix. Ich brauch Go. Ich brauch Go. Gib ihm. Oh, ich brauch Go. Du bist CEO, du twerkst da jetzt nicht um. Gib ihm. Nein, du gönnst ihm nicht? Ich twerk sowieso nicht. Kann ich was anderes machen? Mach einen Handstand. Handstand? Ja. Oh mein Gott. Oder du wirst gleich unten beim Nachbarn. Wir haben gleich Ding. Oder du wirst beim Nachbarn. Hey, wo ist er hin? Er ist weggerollt. Das war Vorwärtssalto. Bruder, wir haben gerade nein, nein, das war kein Vorwärtssalto. Das hat nichts mit dem Vorwärtssalto zu tun. Doch. Ich kann auch Liegestütze mit klatschen. Wie? Mach mal. Warte, sieht man mich da? So, ja, mein Mikrofon. Nimm mal dein Mikrofon so. Weg. So. Niemals. Hier bei mir? Ich brauch Platz. So. Ja, warte, mach Kamera weiter runter. Niemals, Bruder. Nicht mal ich hab einen in die Geschütze, Bruder. Ja? Wenn du den King kannst, gibst dann twerk der Bruder. Oder ich twerke nicht, subhanallah, Distanz. Diese Zeiten sind vorbei. Jetzt Bruder. Dein Mikrofon nur noch zur Seite. Der Mann hat jetzt schon mehr Spaß gemacht als der, wie oft ich ihn nicht sah. Das war fast. Okay, warte, jetzt ein Ratschlag. Bitte, ein Ratschlag? Ja. Arme Bruder. Willst du das machen oder nicht? Ein Ratschlag meinst du? Ja. Man sollte niemals aufhören, seine Träume im Leben zu verfolgen. Ja, dann los. Wo ist er? Ach so, du meinst Ratschlag. Ach so, ich dachte, du meinst... Oh mein Gott. Okay, warte. In welche Richtung? Wie, welche Richtung? Da, wo Platz ist, Bruder. Okay. Scheiße, Mann. So, Bruder, das war einfach eine Fassrolle. Okay, Bruder, warte, wir warten kurz, bis du aufgestanden bist. Da. Der Boden wackelt, ne? Ja, warte mal, er hat einfach da was. Hä? Dreh dich mal um. Da, weiter, ein bisschen weiter, was ist da? Ja, da klebt was an dir ran. Da ist der Was ist da? Das ist ein Klebeband. Der Arme. Wieso der Arme, Bruder? Warum habt ihr Mitleid? Der ist doch voll stabil, Digga, ja? Du weißt, Walla, was macht ihr mit mir? Mit Walla sogar, ja? Automat? Er ist genauso ein Fettsack wie ich. Nein, Bruder. Doch, er fühlt sich runter. Vielleicht nicht wohl in seiner Haut, weil man fühlt sich nicht wohl, aber man schämt sich dafür nicht.
Ich hab, Bruder, ich hab Dings, 20 Kilo abgenommen. Du hast Magenverkleinerung gemacht, ich weiß. Ja, oh. Was? Du weißt das? Mashallah. Ja, ja, ich weiß doch. Das ist heftig, Bruder. Jetzt noch ungefähr ein Jahr, inshallah, und dann siehst du aus wie mein Mikrofonarm. Ach komm, wie am Schwitzen ist, wie du immer. Ja, Bruder, natürlich, wenn Bruder. Ich das gemacht hätte, hätte ich jetzt auch geschwitzt. Ja, wie du immer, hab ich gesagt. Bruder, guck mal, der Grund, warum ich schwitze, Bruder, ich hab, Dings, diese Gewichte von Rock Lee an meinen Beinen. Nein, nein, aber du bist fett, Bruder, nicht. Das ist das, genauso wie ich, deswegen schwitzen wir. Wenn wir zwei Treppen hochgehen, schwitzen wir sofort, das weißt du. Bruder, ich bin Muay Thai-Kämpfer, Bruder, was sagst du da? Muay Thai? Ja, willst du sehen? Erzähl, zeig. Nein, 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 nein. So sieht das bei dir, Dalaum. Das sieht bei mir nicht so aus. Ist der Patron. Das sieht bei mir so aus. Ich bin der Patron. Das ist krass, Bruder. Oh mein Gott, der versteckt sich einfach in der Ecke, der Eklige. Oder der hat schon was. Warst du heute bei Rohat in der Talentshow? Nein, oder? Wieso gehst du da nicht hin? Er macht doch gerade diese Talentshow-Ding. Ich bin hier in der Channel gegangen, weil ich hab gesehen, hier waren viele Leute. Ich dachte, Tam hat mich gerannt, auf einmal sagen hier, die machen Fragen. Aber bist du nicht mal live? Okay, ich gerade? Ja? Was ist deine Frage? Ob ich live bin, meinst du? Ja. Nein, ich kann anmachen, Bruder. Warum? Ich wollte vorhin ins RP reingehen, Bruder. Aber dann dachte ich mir, das Leben ist hart aktuell. Deswegen bin ich nicht reingegangen. Ja. Okay. Jetzt mein ganzer PC. Warte mal, ich kann anschalten, warte. Du hast ihn jetzt dazu gebracht, dass er seinen Stream hat. Jetzt hat er seinen Streamer gemacht. Du hast Leute, bringst dazu zum Stream. Okay, sehr gut. Jetzt kannst du ja reacten. Ja. Yeah. Ah, dein Dings ist ausgegangen. Weil das funktioniert nicht wegen Dings da. Ja, ich habe Virtual Camera angemacht. Es sollte gehen. Das sieht gut aus. Er sieht echt so, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Okay, ich kann noch einige Sachen machen. Mach noch einen Trick und dann holen wir den nächsten rein. Okay. Aber irgendwas krasses, außergewöhnliches. Was außergewöhnliches? Twerk, Bruder, twerk. Ich kann, eine Sache, die ich gelernt habe, die man einem Fetzer wie mir nicht zumutet, ich kann, dann das hier. Was passiert da gerade? Ich kann Brustmuskeln wackeln lassen. Nein, das war kein Muskel. Das waren keine Muskeln, Bruder. Nein, nein, sag das nie wieder. Nee. Nein, Mann. Aber ich kann auch Bizeps wackeln lassen. Westklub! Okay, du hast letzte Chance noch. Einen Trick kannst du noch machen. Okay. Ich werde jetzt einen Katana-Trick machen. Okay. Oh, das kennen wir noch gar nicht zum Beispiel. Dieser Trick hier. War nicht sein erstes Ding, oder? Das ist ein Schwert aus One Piece, das ist Emma, okay? Einfach. Ich bin noch im Korb. Okay. So, dieser Trick trägt den Namen Vernichtung der Flasche. Ich verstehe. Hey, was macht er da? Oh nein. Er war einfach abgehauen. Ich hab mich so erschreckt. Ja, dieser Wolwig ist teuer, ja? Oh mein Gott, stark! Nice. also nein, damit ich es richtig verstehe. Du hast die Flasche nicht getroffen, dein Handtuch ist hochgeflogen, die Flasche ist von alleine runtergefallen, dein Schwert ist weggefallen. Der Trick war wirklich außergewöhnlich. Bunar, danke dir fürs Mitmachen. Lass mich korrigieren, außergewöhnlich scheiße. Hey Bunar, du weißt, ich liebe dich. Ja, pass auf dich auf. Wollt's einmal bitte ersetzen. Nein. Muss Kamera groß machen. Der Arme. Hallo. Ich hätte eine Frage. Was würdet ihr machen, wenn ihr scheitern hättet? Wenn wir was? Wenn ihr keine Angst vor dem Scheitern hättet. Gute Frage. Wenn wir keine Angst hätten zu scheitern. Was würden wir machen? Nein, er meinte, wenn wir keine Angst vor Scheitern hätten. Was? Nein. Vom Scheitern. Oh, Scheitern. Vom Scheitern. Ach, Scheitern, ja, genau. Nicht Scheitern. Ja, genau. Was würdest du machen, wenn du keine Angst hast zu scheitern? Nee, das kann ich nicht sagen. Ja, dann nicht. Ich flüster dir. Komm schon. Mal. Spaß. Komm schon. Mal. Ja, okay.
Chill, sag nicht, aber ich schwöre. Bruder, da, ey. Nein, nicht schwimmen, Bruder. Ich hab dir ehrlich gesagt, Bruder. Aber sag nicht, Bruder. Okay, Notch, fang du an. Ja, ja. Ich würde... Interessiert kein Menschen. Mhm. Sagst du oder sag... Spaß, Notch, sag jetzt. Nein, jetzt nicht mehr. Walla sag! Nein, weil du dann wieder sagst. Nein, zweimal zieht. Nein, zweimal zieht echt nicht. Ich würde Frauen auf der Straße ansprechen. Du würdest Bruder, einfach... Das wäre das gleiche Endergebnis. Du würdest scheitern. Schön. Und denen sagen... Nice. Und denen sagen, dass sie ein hübsches Outfit haben. Du bist ja oberflächlich. Warum? Ich kenn doch du sprichst Frauen auf der Straße an und sagst ihnen, die haben ein hübsches Outfit. Was hat das mit deren inneren Werten zu tun? Ja, aber mit ihrem menschlichen Dasein? Woher kenn ich denn? Ich kenne die ja nicht. Das heißt, ich ja, dann hör doch auf, so oberflächlich zu sein. Ich kann nur das Oberflächliche sehen. Beim ersten Mal. Also mit der Desk-Brille kannst du eigentlich mehr sehen, aber egal. Notch, Mandela, würdest du das so machen? Außer das, was wenn ich keine Angst vorm Scheitern hätte, glaube ich, würde ich... Ich glaube, ich würde Fahrrad fahren lernen. Ach, boah, das ist ein komischer Typ. Alter. Bro, ich hab's nie gelernt. Du kannst kein Fahrrad fahren? Nein, schwimmen. Wirklich nicht? Schwimmen. Kannst du schwimmen? Nicht. Schwimmen, ja, okay. Ja. Ich würde schwimmen. Ich würde... Ich werde vielleicht eine eigene Dönerkette aufmachen wollen. Das ist schön. Wenn ich direkt probieren kann. Aber das ist... hier sind zwei. Ja, ist viel. Was man da falsch machen kann. Okay, danke dir für deine Frage, Nikola. Sehr gute Frage. Ja, ich hab Korrekte, okay, Leute. Jetzt lass mich, Bro. Das ist ein Typ safe. Ey, was geht ab, Vanessa? Alles fit? Guten Abend erstmal. Das ist nicht Vanessa. Anna, bist du's? Abo? Ja? Abo, ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnern kannst. Hey, du warst so notgeil, du warst richtig notgeil auf mich. Ich liebe dich mehr, als deine Frau dich liebt. Okay, wollte einmal ersetzen. Der wollte deinen Don't voll. Das Ding ist, Litecoin, die kannst du komplett neue Stimme geben. Sein Ding ist einfach, man kann es so krass. Okay, nächster. Hallo. Ja, hallo. Hallo, servus. Servus. Christi Moxie. Was geht ab? Er hat nur Servus gesagt, das war's, Bruder. Und ja, Moxie, das ist ein Moxie. Oh. Ist ein Bayer, bist du ein Bayer? Ja, klar. Ja, aber klar. Hab ich jetzt sofort erkannt, Moxie. eine Frage, Abu. Jo. Ich bin eigentlich über Umwege auf dich gekommen, also gar nicht über ERP. Und kommt eigentlich mal, dass du auch öfters mal andere Spiele spielst außer ERP? Ja. Am Montag. Also zum Beispiel, okay. Haben wir eine Win-Challenge, aber erzähl. Die Win-Challenge, wo du sie letztes Mal gemacht hast, die war, also war echt unterhaltsam. Also man feiert es dich auch mal außerhalb vom ERP zum Sinn. Jo, Moxie, ich hab noch eine Frage. Du meinst ja gerade, ob er auch andere Spiele spielt, außer, wie sagst, RP und dann hast du gesagt, dass du die Win-Challenge gesehen hast. Wie genau sollten wir jetzt deine Frage interpretieren? Wolltest du einfach nur der Boss sein oder was genau war da Sache? Ja, auch. Aber ich wollte einfach bloß fragen, ob, weil ich feiere es ihn auch in anderen Spielen zu spielen, kommt so das Gefühl rüber, als würde er denken, er müsste immer RP spielen, weil das die Leute nichts anders sehen wollen. Moxie, das Einzige, was ich sehen möchte, ist ein Abo, ja, was ich finde. Ja, richtig. Okay. Danke dir, Maxi. Ja, danke. Ja, aber ja, ich hab, ich auf jeden Fall. Genau. Ich tue mich selber schwer mit anderen Spielen so, weil ich... Weil kein, ja, wir RP so ein Vollzeit. Andrea, was ist los? Hä, was machst du da? Was? Wo sollte meine Hand denn? Was ist los, ja? Okay, ja, also Maxi, ab Montag machen wir ein 2 gegen 2, Mert und ich gegen Breitenberg und Roat, das wird lustig. Vielleicht bist du dabei, wenn du Bock hast. Ich bin auf jeden Fall am Start. Danke dir, Maxi, pass auf dich auf, ja? Danke, euch allen schönen Abend. Ciao. Vielleicht ist mal auch gleich eine Frage an dich dabei, Mandela. Was, ja, weil ich bin halt einfach nicht so cool wie du. Bro, Elias. Was soll der Notch jetzt sagen? Wahrscheinlich, ja. Moin. Was geht ab? Nicht viel bei euch. Du rauchst auf dem Bild und jetzt in echt rauchst du? Ich rauch nicht, nein. Achso. Ich wollte nur fragen, was eure Top 3 Serien sind. Notch, fang an.
Was meinst du allgemein Serien? Weil ich gucke eigentlich meistens. Nee, das ist schon wieder so ein Ding. Ich will. Dran. Mein Top 3 Serie ist Supercell, finde ich super nice. Snowfall und Power. Ja. Power. Kennst du? Natürlich, bist du blöd oder was? So eine Geiste. Mit 50 Cent. Yeah. Mit 50 Cent. Nein, Bro, 50 Cent, Bro. 50 Cent. Nein, 50 Notch. Cent, Bro. Bruder, einfach Serien. Warum machst du so einen Film doch? Ja, ich guck ja, also Animes. Ich bin ja auch Anime-Profi und da wollte ich auch mal sagen, da kenne ich mich halt richtig gut aus. Ich mache auch mehrere TikToks in den letzten Tagen. Das könnt ihr auch alles auf TikTok nachvollziehen. Bruder, deine scheiß 3 Lieblingsserien, Notch. Okay, Game of Thrones ist so allgemein Lieblingsserie. Dann halt Anime, Demon Slayer und allgemein noch Breaking Bad. Was noch? Noch einige andere. Ja, noch zum Beispiel eine noch? Der Eklige, der hat schon zweimal angekämpft. Mir fällt nichts ein, Gutes sonst. Dir fällt nichts ein. Nicht mal eine Serie noch. Doch, Vikings. Oder mach mal bitte, halblange hat nach 3 gefragt, mach dich nicht wichtig. Bei mir Game of Thrones. Ja. Nice. Bro, come on, was ist das? Du hättest Game of Thrones nicht so gesagt. Game of Thrones? Hätte ich es nicht gesagt. Walla doch, das mein erste, was ich in meinem Kopf hatte, war direkt Game of Thrones. Okay. Natürlich. Dann noch? Peaky Blinders. Nice. Ach, Peaky Blinders auch. Und Sopranos. Das sind aber, also ich habe viele sehr, sehr geile Serien, aber das sind ungefähr so die... Ist die eine Serie, die du geguckt hast? Du bist hier nicht gefragt. Danke dir. Elias. Kein Problem, ne? Pass auf dich auf. Schönen Abend euch noch, mein. Okay, ja, was welche? Warte, ganz kurz, du guckt hast auf dieser, als Gamescom-Zeit war, da hast du die ganz auf dem Handy geguckt. Da, diese, die hat Monte auch. Gomorra. Ja, fandest du die so gut, weil ich hab nicht. Sie war sehr, sehr gut, die Serie. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Nach 3 Folgen hab ich abgebrochen. Ja, brauch ein bisschen Geduld. Okay, kannst du den nächsten reinholen, mein Bre? Hallo, kann man mich hören? Ja. Meine Frage ist, welche Menschen vermisst ihr am meisten aus eurem Leben? Seine Person fängt wow, S an. Hä? Was redest du? Okay, bitte? Sag du. Wen meint der Shakira? Ich rede. Meine Mutter heißt Sarah. Sie werden mich im Weg gehen. Okay, sag Notch. Mein Opa, weil er nicht mehr da ist. Ja, Rahmo. Bei mir ist auf jeden Fall mein Vater. Meine Mutter. Sarah. Nicht. Okay, gut. Ja, danke dir für die Frage. War eine gute Frage. Selma. Schönen Tag noch. Ciao. Hau rein. Ciao. Das war gar... Digga, das war voll die gute Frage, Mann. Das ist echt gute Frage, ne? Also so eine simple Frage, aber... Oder schau mal, einer schreibt die ganze Zeit, Mandela, welches Snooze? Bro, ich nehm keinen Snooze. Bamble, du kannst fragen. Ah! Servus. Hallo. Eine Frage an Mandela. Und zwar, was hast so, du denn vor dem Stream gemacht? Hast du eine Ausbildung gemacht oder sonstiges? Wasser oder so? Nein, danke. Ich habe Fachmann für Versicherung und Finanzen gemacht. War ein Versicherungsverkäufer, ja. Ganz klassisch. Ja, cool. Schule und du Versicherung durch, verkauft. Durch, ja. Und du? Nice. Ich bin Anlagenfahrer. Ah, sehr geil. Klassisch. Sehr geil. Ja. Sehr geil. Und weißt, was macht Notch so? Notch? Der war Chiropraktiker, glaube ich. Warst du Chiropraktiker? Nein, Physiotherapeut. Physiotherapeut? Ich hab hier immer Schmerzen. Weitergemacht? Ja, ich weiß. Aber wo hätte ich da reingeslidet? Sorry, was sagst du? Und warum hat er nicht weitergemacht? Ich bin fertig. Ich habe auch gearbeitet im Krankenhaus. Also ich bin fertig. Ja. Oh, cool, dann freut mich, dass es mit Twitch klappt und allem drum und dran. Und viel Spaß noch, meine Freunde. Danke dir. Danke. Ciao, Bamble. Hau rein. Ciao. Weißt du, warum er euch gefragt hat, was er vorher gemacht hat? Warum? Weil bei mir weiß er das schon, er kennt mich. Was hast du vorher gemacht? Nichts. Bro, hab ich gemacht. Bro. Er war Taxifahrer und davor hat er Leute auf der Straße hatte 100 Jobs. Du hast selber gesagt, du hast Leute auf der Straße verprügelt. Bruder, laberst du da? Bruder. Hast du das nicht gesagt? Bist du blöd? Ich hab dir gesagt, ey, yo, was? Ich hab Leute auf der Straße verprügelt. Was musst du für ein Opfer sein, dass ich sowas sage? Bruder, pack ihn, Bruder, pack ihn. Das ist ja voll unangenehm, wenn man sowas sagt, Notch. Hast du das nicht gesagt? Also, Bruder, ich weiß nicht, mit wem du mich ver... Wer ist er denn? Schon, Bruder. Das war ein Überfall. Gib mir deine Kohle her. Das ist mein Cutter. Du willst mein Geld? Okay, Bro! Gib mir deine Kohle! Okay, hier, nimm! Guck mal, ich bin Cutter, ich hab hier mein Headset mit Klebeband, Alter! 90% Klebeband! Ich wollte das wechseln, Bro!
Wie viel ist das? Das sind 100 Euro. Mann, das ist nix, Bruder. Yeah, I bet I did. You coward. Lilla, bei mir war Hälfte weg. Wow. Ich dachte, das ist Future Money, aber es ist nur Lira. Mann, das ist Lira, Bruder. Guck mal, ich hab Messer. Hey! Das ist Rück raus jetzt! Okay, einmal ersetzen bitte, Mods. This line is voll cool. Oh, Digga, das ist mir jetzt viel zu laut, ich muss... Keine Ahnung, Bruder. Nicht einmal gut. Ich schwöre, ich hab den nicht reingeholt. Hallo, hallo. Hallo. Ich wollte fragen, also kann ich mir eine Frage stellen? Ja, natürlich. Ich wollte fragen, was ihr machen würdet, wenn Twitch jetzt nicht mehr laufen würde bei euch. Oder an dich geht die Frage nicht, bei dir läuft Twitch doch gar nicht. Ja, deswegen ich würde... sag ich ja. Deswegen sag ich ja. Lass mich machen. Das ist eine gute Frage. Die Frage ist immer, was ist für dich Twitch laufen? Für mich ist das Monetäre nicht das, was mich an Twitch erfüllt, sondern die Freiheiten, die man dadurch bekommt. Ja, wie die Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen wie Abu. Ja, und ich bin mir sicher, durch Twitch habe ich schon so viel mehr Plus gemacht, wenn wir gar nicht ans Geld denken, sondern alleine durch Twitch haben wir uns kennengelernt und ich habe mich zum Islam, ich bin zum Islam konvertiert. Und das ist durch Twitch passiert, zwar nicht direkt durch Twitch und deswegen ist mir Twitch so viel mehr wert als nur das bisschen Geld, was man da verdient. Verstehst du? Deswegen sage ich, Twitch läuft, sobald man immer noch Kontakte mit Menschen schließen kann und Menschen zum Lachen bringen kann. Mich interessiert ja, das nicht so, nicht, ja. Was am Ende da rumkommt. So. Nein, wirklich. Ist echt ein Vorbild, Mandela, muss ich sagen, ja. Walla, verwechselst du ihn gerade? Oh, es sind vielleicht ein paar Frauen da. Okay. Ja, okay. Notch, was würdest du machen? Würdest du Physiopraktiker wieder arbeiten? Ja, ich würde ganz normal arbeiten, ja. Physiotherapeut. Ja, bei aber, mir wäre das wahrscheinlich trotzdem, Bürgergeld. Also ich glaube erstmal nicht, weil ich habe versucht noch andere Dinge zu machen und dann, wenn das auch nicht klappt, dann... Weil Physiotherapeut kann ich immer machen. Ich bin ausgelehrt, die werden gesucht. Aber ja. Danke dir für die Frage, okay. Jamie. Aber du hast nicht geantwortet. Danke schön, schönen Abend. Bis dann, ciao, ciao. Abo, ernst gemeinte Frage, okay? Okay. Hör zu. Aber wirklich, das geht jetzt an euch allen drei, okay? Eine Sache, auch an Notch? Die, ja, ja. Muss nicht sein, egal, an Mandela passt schon. Eine Sache, die ihr in eurem Leben getan habt, was ihr jetzt rückgängig machen würdet. Aber ernst. Das kann ich nicht sagen. Du? Rückgängig machen? Ja. Eine Sache, was du in deinem Leben gemacht hast. Ich habe ja gelernt, dass alles so eine Prüfung ist. Und ich glaube, alles gehört zum Ziel dazu oder zum Prozess dazu, irgendwann mal ins Paradies zu kommen. Deswegen will ich nichts rückgängig machen. Alles ist aus einem bestimmten Grund passiert. Also bereust du nichts in deinem Leben? Doch, solltest du. Findest du? Ja, klar. Nur weil das schon vergangen hat, heißt es nicht, dass man... Ja, bereuen, aber nicht, ich will es nicht rückgängig machen. Ja, aber was ist die schlimmste Sache zum Beispiel? Eine Sache, wo du dir denkst, boah, okay, hätte wirklich nicht sein müssen. Bruder, diese Salami-Sticks. Verstehst du? Ich schwöre, diese Salami-Sticks haben mich gefickt, Bruder. Was ist Salami-Sticks? Ja, Bro, mit Edelsalami, diese Edelsalami-Sticks haben mich gefickt, Bruder. Jedes Mal, ich laufe Lidl vorbei, ich sehe die und ich denke mir... Okay. Diese kleinen Motherfucker. Diese kleinen Motherfucker. Diese Schweinefleisch. Ja, sag ich doch, Bruder. Er war doch gar kein Muslim. Ja, nur konvertiert, Bruder. Ja, aber das ist doch egal. Das ist doch deine Vordings. Ja, das ist doch völlig egal. Aber trotzdem, Bruder, diese Salami-Sticks. Nein, rede du, Notch. Nee, nicht geworden. Dann Notch, sag ja, mal. Es ist jetzt nicht so die schlimmste Sache, aber dass ich mal so richtig, richtig frech zu meinem Vater war und dann war er richtig lange sauer auf mich. Hat er dich nicht geschlagen? Doch. Aber das war auch das einzige Mal in meinem Leben, dass er mich geschlagen hat. Einmal ich hab, nur? Ja, wirklich. Sonst immer meine Mutter, die hat unendlich viele Hausschuhe nach mir geworfen. Aber mein Vater hat mich nur einmal gehauen, das war so ein richtiger Nackenklatscher. Und danach habe ich es so bereut, weil das war auch wirklich falsch. Ich dachte, ich kann mir zu viel rausnehmen bei meinem Vater. So, ich habe Grenzen getestet und das war so ein Fehler. Weil er ist so lange sauer auf mich und das vergesse ich niemals. Aber ja. Okay. Bin ich scheiße. Danke für deine Frage. Die gibt's nicht. Achso, gleich, wenn du was hast. Ja, ich... Das kannst du nicht sagen. Nee. Nee, wenn es schlimm ist, ist egal. Ja, sag nicht. Aber ja, es gibt auf jeden Fall genug, was ich rückgängig machen würde, wenn ich könnte. Aber denkst du dann, dass du dort wärst, wo du bist? Okay, es gibt eine Sache in deinem Leben, was du richtig bereust. Ja klar, natürlich, es gibt genug. Okay. Das war mein erstes Mal, dass ich Scheiße gemacht habe. Ja, Leute, mein. Okay, wir hören uns. Salam alaikum. Alaikum salam. Die Frau mit der Handtasche zu knockouten. Bruder, das wird er immer wieder machen. Sei ehrlich, Bruder, für deine schwarzen Brüder. Für Selbstverteidigung. Black Lives Matter, Bro. Yo, was geht?
Was geht? Meine Frage ist, ob ihr bei euch in der Schule irgendeinen besonderen Lehrer hattet, der besonderen Einfluss auf euch genommen hat. Herr Gromke. Bei mir war das Herr Gromke. Der ist zu mir nach Hause gekommen, nach der Schule. Hat mich nach Hause gebracht, ist zu mir nach Hause gekommen und hat mit meinem Vater gechillt. 2-3 Stunden. Jedes Mal. Er hat immer versucht, dass ich nicht von der Schule fliege. Aber Herr Matje, der größte Lügner und Betrüger, nicht Betrüger natürlich nicht, aber er hat mich verarscht. Als ich von der Schule geflogen bin, er hat immer zu mir gesagt, ich will nicht, dass du von der Schule fliegst und so. Du wirst nicht fliegen, alles gut. Und Herr Gromke hat sich immer für mich eingesetzt. Und irgendwann bin ich von der Schule geflogen, dann war er im Lehrerzimmer, Herr Matje. Und Herr Matje hat vom Lehrerzimmer so gemacht. So einen auf den, so ein Vogel. Und das ist da genau, wo ich von der Schule geflogen bin. Also er hat sich richtig gefreut, als ich geflogen bin. Ja. Das ist krass. Genau. Er hat einfach diesen gemacht. Das war 5. Klasse. Was ist dein Account-Zimmer? Das war schon schlimm, ne? Ich war auch schlimm, aber ich glaube, du warst schlimmer, Bruder. Das weiß ich nicht. Okay, du, Lehrer? Nee, hatte ich nicht. Der war, glaube ich, gar nicht in der Schule. Was mit dir? Aber was war die Frage? Lehrer... Hattest du einen Lehrer, der besonderen Einfluss auf dich hatte? Ach so, ja. Du, Wallah, ich kann mir dich genau vor... Du warst genau der, den keiner in der Klasse haben wollte. Frau Schülzer, ich kann das hier nicht mehr mit ihm neben mir. Ich kann das nicht mehr. Ich will, aber ich kann nicht. Ich möchte es so gerne, aber ich kann nicht. Hey, nein. Du warst 100% so. Ich war immer Klassenclown und hab Ärger gekriegt. Weil ich zu viel geredet habe. Du warst genau der hier. Hatte ein Kaugummi im Unterricht. Hm. Überhaupt null. Das notieren wir. Und dann am Ende gehst du zur Lehrerin. Mhm. Frau Schülzer, gucken Sie mal bitte. Das muss ich alles notieren. Genau, Bruder. Weißt du, wann ich so wurde in meiner Ausbildung? Danke für die Frage. Vielen, vielen Dank, Jakari. Hat mir Spaß gemacht. Warte, wie es wurde zu deiner Ausbildung so? Danke, Bro. In meiner Ausbildung wurde ich so. Nein, reicht. Bruder, gibt's gerade zu einfach Randall. Rede. Nicht Randall, sondern ich wurde halt eine Streber. Moin, Florian. Hallo? Jo. Was geht? Was geht ab? Ja. Was sind deine Lieblingslieder, wenn ich fragen darf? Lieblings was? Lieblingslieder. Hab ich nicht. Du? Okay. Keine Ahnung. Eigentlich auch nicht so wirklich welche. Also. Okay. Und du noch? Ein paar Lieder. Ich höre UFO 361 gerne. Okay. Stark. Und du, Mandela? Darf ich jemanden noch grüßen? Ja, grüß. Mandela will nichts von dir. Ich grüße Max. Oh, Max. Ja. Grüße gehen raus, Max. Ja, Max. Danke dir, Florian. Ja. Vielen Dank. Okay. Pass auf dich auf. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, es wäre gut, wenn du eine feste Summe machst. Bruder, jeder, der... Chill. Wenn du aber diesen Fight, das machst, was du die letzten Wochen gemacht hast, dann bin ich sehr enttäuscht von dir. Gut, Ladies and Gentlemen. Vor 2 Stunden haben wir die magischen 3 Tage erreicht. Das bedeutet, gleich wird Carlos auf euch zukommen oder ein Geschäftsmann und wir werden den Kriegsvertrag machen, wo wir euch am besten dahin schicken, wo ihr herkommt. Ja. Fick die mal! Danke, dass ihr das Video bis hierhin geguckt habt. Ich bin jeden Tag auf Twitch live. Folgt mir auf Instagram, um nicht zu verpassen, wenn ich live bin oder wenn ein neues Video online kommt. Wenn ihr Ideen habt, was ich noch drehen kann, lasst einen Kommi da und lasst natürlich für das wunderbare Video auch ein Like da. Danke für euren Support. Ich bin raus. Du bist nur ein Pisser, der Rap. Bruder, ich fick dich mit Daddys. Ich denke nur an mein Geschäft.